فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Die heutige Biografie, meine lieben ehrenwerten Brüder, ist die Biografie von Ibn Jurayj al-Umawi, rahimahullah. Ibn Jurayj al-Umawi. Imam al-Zahabi, rahimahullah, sagt über ihn: Al-Imam, Al-Allama, Al-Hafiz, Sheikh al-Haram, Abu Khalid al-Makki. أول من دون العلم بمكة وكان من بهور العلم. Imam al-Zahabi, rahimahullah, beschreibt ihn als der Imam, als der Großgelehrte, als der Hafiz, als der Sheikh von Haram, ein Sheikh von Kaaba. Er war Sheikh, ein Mufti. Er wurde da, die Leute haben sich zu ihm gewendet, wenn sie Hajj hatten, machten, wenn sie Umrah und so weiter. Wenn sie sagten, wohin sollen wir hingehen, sie wurden geleitet, zu wem hingewiesen? Zum Ibn Jurayj al-Umawi, Sheikh al-Haram. Abu Khalid ist seine Kunya, al-Mekki, yani der Mekkaner, Sahib al-Tasanif, Verfasser der Bücher. Er war ein Verfasser der Bücher. Awwal man dawana al-ilma bi Mekka. Der Erste, der in Mekka das Wissen verfasste. Yani das Wissen richtig schrieb. Nach Reihenfolge, nach Kapitel und so weiter, Ibn Jurayj al-Umawi. Er war von den Meeren des Wissens. Meeren des Wissens. Buhur, yani Bahar Einzel. Buhur Mehrzahl. Min Buhur al-Ilm. Von den Meeren, von den Ozeanen des Wissens. Abdullah ibn Ahmed, der Sohn von Imam Ahmed, rahimahullah, er sagte: Ich fragte meinen Vater, wer ist der Erste, der Bücher verfasste? So antwortete er, yani Imam Ahmed, Ibn Jurayj und Ibn Abi Uruba. Ibn Jurayj, yani in Mekka, und Ibn Abi Uruba in Irak. Damit ist gemeint. Ibn Jurayj al-Umawi, rahimahullah, er erzählt seinen Werdegang. Yani in Talabul Ilm. Er sagte, ich kam zu Atta. Ich bin zu Atta ibn Abi Rabah, der große Tabi'i, gekommen. Und ich wollte nach dieser Angelegenheit streben. Eine welche Angelegenheit? Nach Geld? Nein. Nach Wissen, meine Lieben. Ich wollte nach dieser Angelegenheit, dieser gewaltigen Angelegenheit, Wissen. Dieses Wissen hat diese Menschen bis heute gemacht, dass sie erwähnt werden. Nicht ihres Geld und ihr Ansehen. Und ihre Farbe und irgendwas. Nein, das Wissen. Ich kam zu Atta und wollte nach dieser Angelegenheit streben. Und während ich bei Atta ankam, war bei ihm anwesend Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. So sagte Abdullah ibn Ubaid ibn Umair zu mir, hast du den Koran gelesen? Ich sagte, nein. Er sagte dann, geh, lies ihn zuerst und dann komm. Und schaut die Salaf, das ist der Werdegang der Salaf. Yani die Leute, wenn man so würde umgehen mit ihnen, sie werden sagen, ihr seid richtig streng. Schaut dieser Abdullah ibn Umair. Er kannte Atta, er war längere Zeit und er wusste, wie sein Sheikh ist. Er fragte ihn, hast du den Koran gelesen? Er sagte, nein. Dann sagte er zu ihm, geh zuerst, lies den Koran, yani bei einem Sheikh, nicht zu Hause lesen, nein, das ist nicht gemeint. Bei einem Sheikh vortragen, dass er dich korrigiert, dass er dich berichtigt, dass er dich yani Ratschläge gibt, Tipps gibt, wie du da für dich verbesserst. Geh zuerst, lies ihn und dann komm zurück. So bin ich, Ibn Jurayj sagt, rahimahullah, so bin ich gegangen und verweilte eine Zeit lang. In einer Zeit, wäre es von sich alleine lesen, dann würde er 3 Tage lesen und sogar in einer Nacht. Dann würde er wieder zurückkommen und weitergehen. Nein, ich bin eine Zeit lang
geblieben. Wieso? Bei einem Scheich. Jeden Tag ein Teil, weiterer Teil und zwar bis zu Ende. Dann, als ich fertig war, sagt Ibn Jureyj, dann bin ich wieder zu Atta ibn Abi Rabah rahimahullah gekommen. Und wieder war bei ihm Abdullah ibn Ubayd ibn Umair. Und dann sagt er zu mir, und hast du die Farida gelesen? Er sagte, nein. Er sagte, geh, lies die Farida und dann komm zurück. Weißt du, wisst ihr, was ist Farida? Das ist die Erbverteilung im Islam. Er sagte zu ihm, lerne, wie man die Erbe verteilt und dann komme zu größeren Angelegenheiten. Diese Sache sollte man kennen. Wie viel es jedem zusteht. Hier in Europa und sie hatten keine Kenntnisse über Erbrecht, wie man Erbe verteilt. Es war nicht definiert. Die Franzosen, da sie Koloniemacht waren in viele muslimische Länder, sie haben in Frankreich die Erbverteilung nach Madhhab Maliki gemacht. Wieso? Weil wo sie waren in Afrika, Algerien, Tunis und so, dort ist Maliki. Sie haben gesehen, dass diese Erbverteilung ist richtig und korrekt. Sie haben übernommen. Leider aber, es wird nicht erzählt, dass dies von den Muslimen übernommen wurde. Und dann die Muslime, weil sie über ihre Religion so unwissend sind, sie denken, bravos, Frankreich hat eine gute Erbverteilung. In Wirklichkeit haben sie das von den Muslimen. Aber das Traurige, da sie nicht ihre eigene Religion kennen und nicht ihre eigene Vergangenheit, dann plappern sie nach das, was ihnen ja nie serviert wird am Fernsehtisch. Er sagte zu ihm, dieser Abdullah ibn Ubayd ibn Umair, geh, lern die Faraid und komm wieder zurück. Dann, er ging zurück und lernte und las über diese Angelegenheiten. Dann kam ich wieder. Schaut auch die Motivation Ibn Jureyj. Er wurde zweimal weggeschickt. Würde jemand von uns, von jemandem weg, zweimal weggeschickt, er will nie mehr kommen. Er sagt, schaut, wie er mich behandelt hat. Er wurde zweimal weggeschickt. Er kommt wieder zum dritten Mal. Hierauf sagt er zu mir, jetzt kannst du anfangen. Jetzt kannst du anfangen mit dem Wissen. Dann sagt Ibn Jureyj, dann begleitet ich Atta ibn Abi Rabah 17 Jahre lang. Talibul Ilm. Dann begleitet ich, dann erfasst er seine Chance. Dann erfasst er seine Chance. 17 Jahre lang. Und in anderer Überlieferung 80 Jahre lang. Und während dieser ganzen Zeit, ich schlief in Masjidul Haram. Und er hatte kein Haus. Er schlief in Masjidul Haram. 20 Jahre lang. Dass er so nah wie möglich von Atta ibn Abi Rabah ist und so viel wie möglich von ihm profitiert. Und Ibn Jureyj sagte, nachdem ich bei Atta saß, meine 18 Jahre, saß ich weitere 9 Jahre bei Amr ibn Dinar. Und er sagt nicht nach 17, 18 Jahren, ich habe genug, ich habe viel gelernt, viel studiert, viel gelesen, viel recherchiert. Nein, er saß noch weitere 9 Jahre bei wem? Bei Amr ibn Dinar, rahimahullah. Und Talha ibn Amr al-Makki, rahimahullah, er sagte, ich fragte Atta, wen sollen wir nach dir fragen? So antwortete er, dieser Junge, er zeigt auf Ibn Jureyj, wenn er noch lange leben wird. Und er zeigt ja nicht auf ihm. Und dieses schaut, wenn wir heute die Ulema fragen, Sheikh Rabia und so weiter, wen sollen wir nach deinem Tod fragen, zum wen sollen wir nach deinem Tod uns richten? Und dies war auch bei den Salaf.
Dies war auch bei den Salaf. Und hier sagte Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah, dieser Junge, und er war noch jung, diejenigen, die mit Muhammad ibn Hadi sind, dieser irregehende Kopf, die sagen, ja, gut, seid ihr jetzt mit Abdullah Bukhari und diesem, aber wenn Sheikh Rabbi und Sheikh Ubaid gestorben sind, dann sind eure Shuyukh Arafat und Bender und so. Sie wollen sagen, ihr habt dann keine Großen. Schaut Atta ibn Abi Rabah, sagte dieser Junge, er sagt nicht groß oder irgendwas, dieser Junge, zu ihm geht. Atta ibn Abi Rabah, er sagte, der Führer der Jugend der halbarabischen Insel ist Ibn Jurayj al-Umawi. Der Führer im Wissen. Der Führer im Wissen. Und jetzt schaut euch diese Frage und diese Antwort. Und dieser Kommentar von Imam al-Zahabi. Walid ibn Muslim sagte, ich fragte Ibn Jurayj, wieso hast du nach dem Wissen gestrebt? Wieso hast du nach dem Wissen gestrebt? Ibn Jurayj sagte zu ihm, ich strebte nach dem Wissen für die Menschen. Ich strebte nach dem Wissen für die Menschen. Hierauf sagte Zahabi rahimahullah, wie schön ist die Wahrhaftigkeit. Und heute, Zahabi spricht über seine Zeit, und heute fragst du der dumme Faqih, für wen hast du nach dem Wissen gestrebt? Und er eilt sich zu seiner Antwort und sagt, ich strebte das Wissen für Allah. Und lügt dabei. Vielmehr hat er für die Dunya nach dem Wissen gestrebt. Schaut, wie gewaltig. Das ist genau der sprengende Punkt. Und die Sache ist, für wen hast du nach Wissen gestrebt? Für die Menschen. Dies kann sein der Anfangszeit. Und dann Allah Ta'ala hat ihn mit richtigen Niyya versorgt. Wie einige andere der Salaf sagten, wir strebten nach Wissen, wir hatten keine Niyya, bis Allah Ta'ala uns die korrekte Niyya eingab. Weil durch das Wissen, sie wurden gottesfürchtiger und so weiter. Und sie sahen ein, dass sie die Niyya korrekt stellen. Ibn Jurayj sagte, für die Menschen. Und Zahabi sagt, wie schön ist die Wahrhaftigkeit. Und er gab es zu. Er wollte nicht etwas vormachen, vorspielen. Und der dumme Faqih in Zeit von Zahabi rahimahullah, du fragst ihn, er prahlt und sofort zahlt sich zu anderen. Für Allah. Und heute in unserer Zeit, wie ist es in unserer Zeit? Und Imam Ahmed rahimahullah sagte, die meisten gefestigten Menschen in den Hadithen von Atta ibn Abi Rabah, die von Atta überliefert wurden, sind Amr ibn Dinar und Ibn Jurayj rahimahumullah. Und Imam Ahmed rahimahullah sagt auch, Kana sahib al-ilm, er war ein Mann des Wissens. Das Imam Ahmed bestätigte ihn, dieser Ibn Jurayj. Er wurde gesehen, oft Imam Ahmed, wie er ihn bestätigt hat und gelobt hat, dass er eine von den Leuten des Wissens war. Und Makhlat ibn Hussein rahimahullah sagte, ich sah kein wahrhaftiger als Ibn Jurayj. Und Imam Ahmed überlieferte von Abdul Razak, dass er sagte, ich sah keinen. Der Abdul Razak sagte, er berichtete Imam Ahmed, weil Abdul Razak sah ja nicht Ibn Jurayj. Abdul Razak sagte zu Imam Ahmed, ich sah keinen, der besser das Gebet betete als Ibn Jurayj. Und schaut, die Salaf, oft wird dieses Gebet erwähnt, betete schön und so weiter. Dieses Gebet ist gewaltig. Ich sah keinen, der besser das Gebet betete, als Ibn Jurayj. Und Imam Ahmed überliefert wieder von Abdul Razak, dass er sagte, Abdul Razak sagte, die Leute von Mekka sagen, Ibn Jurayj lernte das Gebet von Atta ibn Abi Rabah. Und Atta ibn Abi Rabah lernte das Gebet von Abdullah ibn Zubayr. Und Abdullah ibn Zubayr lernte das Gebet von Abu Bakr as-Siddiq. Und Abu Bakr as-Siddiq lernte das Gebet von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada sharafun, meine Lieben. Das ist Ehre.
Das ist eher gewaltig. Schaut, Kette zu Kette. Wir kennen alle Männer. Besser als unsere eigenen Biografien sogar. Das ist der Islam. Zahabi, rahimahullah, sagte, die Schujuch nach den Sahaba in Haram in Mekka waren, Atta und Mujahid. Dann folgten ihnen Qais ibn Sa'd und ibn Jurej. Dann war es nur ibn Jurej, weil dieser Qais ist verstorben. Dann ist yani nur yani ibn Jurej. Und er verfasste dann das Wissen. Und die Menschen nahmen es von ihm, das Wissen. Und bei ihm lernte Muslim ibn Khalid Zanjiyu. Und bei ihm lernte, yani bei Muslim ibn Khalid Zanji, lernte Imam al-Shafi rahimahullah. Und bei Imam al-Shafi lernte Imam Ahmed rahimahullah. Und bei Imam Ahmed lernte Abu Dawud al-Sijistani rahimahullah. Und diese Kette geht weiter bis unsere Zeit. Und schaut, diese Kette, wie sie sich verbindet. Abdurrazak al-San'ani sagte auch, wenn ich Ibn Jurayj sah, wusste ich, dass er Allah fürchtet. Wart ihm anzusehen, dass er ein gottesfürchtiger Mensch war. Abu Asim al-Nabil, dieser Abu Asim al-Nabil, wollte ich mal seine Biografie durchnehmen, aber yani war zu kurz. Abu Asim al-Nabil, yani Nabil, der Edlere, yani Nobla, wenn Nubala, sie haben nur Nabil einzeln, Nubala Mehrzahl. Wieso wurde er der Noble genannt? Und er hatte ein bisschen große Nase. Und deswegen wurde er genannt der Noble. Weil die Araberbrüder sind nicht Albaner, weißt du, dass sie ihn so runtermachen. Sie sagen, Abu Asim, der Noble. Nicht, dass er sich schlecht fühlt. Abu Asim al-Nabil, rahimahullah, sagt, Ibn Jurayj war von denen, die viele Ibadah machten und fastete dauernhaft. Und er war stark bestrebt, die 3 weißen Tage jeden Monat zu fasten. Und ebenso seine Frau. Sie war eine Frau, die viele Gottesdienst ausübte. Und Ibn Jurayj sagte, rahimahullah, 20 Jahre lang konnte mich keine auf der linken Seite von Atta ibn Abi Rabah überwältigen. Und jetzt, ihr zeigt, dass er 20 Jahre bei ihm saß. Denn 20 Jahre konnte ihn keine auf der linken Seite von Atta ibn Abi Rabah überwältigen. Und er war immer neben ihm im Unterricht. Dann wurde er gefragt, und was hinderte dich an seiner rechten Seite? Dann sagte er, es waren die Quraysh. Die konnte ich nicht überwältigen. Und die Quraysh, die Muslime waren. Sie waren auf seiner rechten Seite. Und der Dhahabi, rahimahullah, sagt, dass Ibn Jurayj, rahimahullah, erlebte 70 Jahre lang. Er ist im Jahr, wo Abu Hanifa, rahimahullah, geboren ist und auch im selben Jahr wie Abu Hanifa gestorben. Sprich, im Jahr 80 geboren und im Jahr 150 nach dem Hijra verstorben. Rahimahullah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.